Österreich so weitergeht, dann werden wir zu Ostern 1996 die italienische Kurve kreuzen. Nur, dass die Italiener herunterkommen, ziemlich rasch, und die Österreicher mit dem Defizit und die Österreicher ebenso rasch hinaufgehen. Also das muss man schon ernst nehmen. Ich meine, das sogenannte Maastricht-Defizit ist 1995 vollkommen entgleist. Und das sieht man am besten daran, dass das Konvergenzprogramm, das ja die Bundesregierung auch von Herrn Dietz unterschrieben, nach Brüssel geschickt hat, 5 Monate nach Erstellung Makulatur ist. Das ist ja neu zu erstellen. In wesentlichen Annahmen ist das Konvergenzprogramm überholt. Namentlich bezüglich der Annahmen, bezüglich der Defizitentwicklung von Ländern und Gemeinden. Da steht im Programm drinnen, Annahme 1/4% des BIP, des Sozialprodukts Überschuss, haben tun wir aber 1/2% oder 1/3% Defizit. Das heißt, das ist jetzt ganz neu, schlechter, als wir gemeldet weitaus haben, schlecht, weitaus ja, schlecht. Aber bitte, das da läuft ganz anders, muss man als einwerfen, damals noch dass angenommen. Das Wachstum auch zurückgenommen wurde. Das ist schon richtig. Das muss man wirklich sagen, und darum sage ich ja, bitte, ja. Das hat Herr Dr. Haider, nichts mit Verheimlichen zu tun, sondern wenn sich die Annahmen verändern, entschuldigen, ich wollte das nur einwerfen, dann muss man alles in Ordnung. Ich wollte nur sagen, die Pläne Bundesregierung, nicht. Und ich möchte hier eigentlich niemand ausnehmen, vermittelt hier ein Bild der Wirtschaftspolitik bei Illusionen. Das kann so nicht weitergehen. Das können Sie an der Zinsensteuerquote, ich weiß nicht, welchen Kriterien ablesen, aber das kann wirklich nicht so weitergehen. Und das Schlimmste ist an und für sich nicht die Budgetdefizitentwicklung als solche oder die Schuldenentwicklung. Das kann man, wenn man will, in den Griff kriegen. Das Schlimmste ist das Bild dieser Unentschlossenheit, dieser Handlungsunfähigkeit, die ja nicht erst gestern entstanden ist, sondern seit den Wahlen im Oktober 1994. Worin ich Ihnen recht gebe, Herr Bundeskanzler, ist allerdings, dass wir über all diesen Debatten über das Defizit und die Schulden und so weiter den Arbeitsmarkt nicht vergessen dürfen. Das darin haben Sie vollkommen recht. Und aus grüner Sicht haben wir 2 oder 3 Programme hier anzubieten. Das eine ist einmal die Durchführung eines Energiesteuerreformprogramms, das man in 2 Worten charakterisieren kann. Eine Erhöhung der Steuern für Energie und eine Senkung der Abgaben für Arbeit. Wobei in einer Übergangsphase nach unserem Plan etwa ein Drittel des Steueraufkommens für Hilfsmaßnahmen, Förderungsmaßnahmen im Bereich der Energie, im Bereich der Wärmedämmung, im Bereich des öffentlichen Verkehrs zweckgebunden werden sollte, sodass netto positive Arbeitsmarkteffekte entstehen sollten. Die SPÖ hat uns leider nicht unterstützt bisher in dieser Beziehung. Die ÖVP hätte uns unterstützen sollen, weil es ja schon längst in ihrem Programm drinnen ist. Kommt jetzt, naja, das höre ich aber schon lang. Und der andere Punkt, den wir anzubieten haben, ist eine Wirtschaftsoffensive, die sich speziell auf ökologische Punkte naturgemäß konzentriert. Von den Grünen wird man das ja auch erwarten. Die sich konzentriert auf den Bereich Umweltgüter, Umwelttechnologien. Dazu gibt es eine neue Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts, das unsere sagen wir mal, Annahmen Gott sei Dank bestätigt, nämlich dass es sich hier um einen Markt handelt, der mit 7 bis 8% pro Jahr wächst, also weitaus rascher als der Industriedurchschnitt insgesamt. Zu den Maßnahmen im Bereich Energie, Verkehr, Abfall und zum Wasser werden wir noch ein Programm entwerfen. In dem Zusammenhang zu hören von der ÖVP bzw. von Herrn Bundesminister Dietz, dass die aktive Arbeitsmarktförderung deutlich reduziert werden soll, das hat mich etwas erschreckt, muss ich sagen. Also bis jetzt waren ja irgendwie, glaube ich, 2,5 Milliarden im Gespräch. Vorhin haben Sie gesagt 5 Milliarden, aber vielleicht haben Sie da einen anderen Bereich gemeint. Sind noch Transfers dabei. Also ich glaube, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, mit dieser Entwicklung des Arbeitsmarkts, die verglichen mit dem EU-Durchschnitt immer noch gut ist, da haben Sie schon recht, aber nicht besser wird im Zeitablauf und für 96, 97 die Prognosen eher negativ sind, also in der Situation ausgerechnet die Maßnahmen bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu kürzen, halte ich ehrlich gesagt für unverantwortlich. Im Radiointerview, wo wir gestern oder vorgestern, glaube ich, gesprochen haben, haben Sie gesagt, naja, das muss man mal evaluieren. Da haben Sie schon recht, man muss überhaupt alle öffentlichen Programme evaluieren. Aber ich würde mir jetzt nicht kaprizieren, ausgerechnet auf die aktive Arbeitsmarktpolitik dort evaluieren, um dann kürzen zu können. Da könnte ich Ihnen weit interessantere Programme nennen, zum Beispiel die Wohnbauförderung. Dort müsste man wirklich einmal evaluieren und da kann man auf,
Nein, da kann man tatsächlich die öffentlichen Förderungen kürzen, ohne den Wohnbau als solchen zurückzunehmen. Das ist tatsächlich eine Umverteilung von unten nach oben. Oh ja, der Herr Dr. Haider, Sie sind nicht persönlich angesprochen, aber einer Ihrer Abgeordneten im Burgenland ist ein Beispiel dafür geworden, wie es möglich ist, im Bereich der Wohnbauförderung sozusagen in der Sekunde des Antrags ein niedriges Einkommen zu haben und unter die Wohnbauförderung zu fallen und 5 Minuten später wieder rauszufallen. Also so kann es nicht gehen. Generell sind die Einkommensrichtlinien in den Bundesländern zu hoch. Dagegen, Herr Professor, in Niederösterreich kann jeder Hof oder Eigentumswohnung finanziert aber bekommen. Aber das ist nicht der Punkt. Die Länder sollen hier sehr wohl sozial gestaffelt vorgehen. Nur das Geld, was sie dann zusätzlich haben, das sollen sie zu zusätzlichen Impulsen nehmen. Das ist die Herausforderung. Und ich möchte hier schon deutlich sagen, ich habe das Problem Bauwirtschaft kommen sehen, die Unterauslastung im Tiefbau. Herr Bundeskanzler, ich habe schon im Sommer meine Projekte vorgelegt. Die Bundesimmobiliengesellschaft kann sofort 3 Milliarden baureif machen. Dr. Haselsteiner kennt dran. Aber sprechen Sie denn die 2 Sätze noch fertig. Baureif machen, ich muss ja replizieren. Wir können nicht sagen, die Arbeitslosigkeit steigt. Also hier haben wir Konzepte vorgelegt und ich hoffe, dass wir auch die Vignette durchbringen und dann werden wir die Lückenschlüsse machen. Also konzeptiv wird hier schon gearbeitet und ich bitte auch festzuhalten, ich bin jetzt Wirtschaftsminister und nicht mehr Finanzminister. Und der Wirtschaftsminister hat nicht Einblick in jede Zahl. Noch nicht. Gut. Und außerdem, diese Bundesregierung kann nicht mehr gemeinsam agieren und darum fragen wir ja den Wähler und wollen wir auch die Nummer 1 Position übernehmen, das ist ja klar. Danke, Dr. Haselsteiner. Ich möchte bei Ihnen gleich anfangen, Herr Bundesminister. Wenn Sie sagen, bis 1992 haben wir gute Budgets verabschiedet, Sie mit Latziner und Herr Parteivorsitzender, Sie haben die Regierungsfraktion angeführt, Sie sind mit angesprochen. Das wäre so, es würde ein Unternehmer sagen, bis 1992 war meine Bilanz ausgeglichen, 1995 habe ich mein Eigenkapital verzehrt, ich bin eigentlich pleite. Ja, da muss ich sagen, was ist das für Argumentation? Wir wissen, dass der Staat nicht pleite gehen kann. Nur die Kosten, die den Staatsbürgern aufgrund einer solchen Politik anfallen, sind ja gleich schrecklich und gleich verheerend. Und deshalb, Dr. Dietz, dieses Glaubwürdigkeitsproblem, das muss ich Ihnen einfach immer wieder vorhalten. Muss ich sagen, hier sind Sie nicht glaubwürdig. Sie haben, ob als Staatssekretär oder als Wirtschaftsminister, Sie haben die Politik, Budgetpolitik, Finanzpolitik dieses Landes maßgeblich mitgeprägt. Und Ihr Partner oder Ihr vergangener Partner, jetziger Chef, der Herr Schüssel ebenfalls. Sie waren die beiden wirtschaftskompetenten Personen von ÖVP-Seite in der Regierung. Sie können ja jetzt nicht so tun, als wenn 1600 Milliarden Schilling Staatsverschuldung, ein ausuferndes Defizit, bitteschön, das Sie in keinem der letzten 3 Jahre eingehalten haben und Sie haben diese Budgets erstellt. Das 95er Budget, das mit einem Herr Bundeskanzler, tut mir leid, mit einem noch nicht feststehenden Defizit, das sind die Aussagen aus dem Ministerium, Sie wissen es noch nicht. Ja noch nicht aus. Ja, aber Sie wissen es auch nicht einmal die Größenordnung. Oh ja, ich weiß ja genau. Aber Herr Bundeskanzler, Sie haben ja diese Ziffer, ist doch von so, die ist ja so oft, Sie selber haben von 142 gesprochen, Herr Dr. Dietz. Also entschuldigen Sie bitte für mich, Sie werden mich nicht verhärtet. Parlament haben Sie uns selber gesagt, 142 Milliarden. So, aber wie immer es sind, wir wissen oder wir dürfen annehmen, dass es 120 bis 125 Milliarden sein werden. Und da muss ich sagen, das ist eine Horrorziffer. Und wenn Sie sagen, Maastricht ist noch höher. Und wenn Sie sagen, Herr Dr. Dietz, Sie haben 1994 15 Milliarden einer Rücklage zugeführt und sozusagen für sich reklamieren, das war eine gescheite Budgetpolitik, dann muss ich sagen, ja, was haben Sie gemacht? Sie haben ein ohnehin nicht mehr haltbares Budgetdefizit nach der Devise Kur hin, Kalb la hin, nur mit 15 Milliarden zusätzlich belastet, weil Sie gesagt haben, jetzt ist eh schon gleich, ich kriege eh schon Prügel. Und so ist es auch geschehen, das können Sie ja nachvollziehen. Sie brauchen ja nur die beiden Kurven übereinander legen, ich hätte sie hier mit, aber wir zeigen heute keine Tafel, also tue ich das auch nicht, wo sie die Budgetdefizitentwicklung laut Voranschlag und laut Rechnungsabschluss erkennen und dann haben sie diese klaffende Linie. Und dafür, Herr Dr. Dietz, sind Sie mitverantwortlich mit der SPÖ.